Deswegen machen wir die Podcasts, damit die Leute halt einfach auch ein Gefühl dafür kriegen, wie ihr euch gefühlt habt, wie das ist, ne, dabei zu sein. Also quasi, wir wollen sie sozusagen abholen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Fußballpanorama, Panorama Digital mit Legenden des Ostfußballs. Und wie ihr wisst, tauchen wir in unserem Podcast immer tief in die Welt des DDR-Fußballs ein. Heute sind wir in der MDCC-Arena in Magdeburg, nämlich hier ist der 1. FC Magdeburg zu Hause. Und heute spreche ich natürlich mit zwei Legenden des 1. FC Magdeburg, einem ehemaligen Stürmer, genauer gesagt Linksaußen, der zu den erfolgreichsten Fußballern des DDR-Fußballs zählt und was die internationalen Titel betrifft wohl auch ist. Herzlich willkommen, Martin Hoffmann, grüß dich. Hallo. Und mit dabei die ab 1971 uneingeschränkte Nummer 1 beim 1. FC Magdeburg, Ulrich Schulze. Hallo Uli, grüß dich. Hallo. Ja, während der eine in 354 Spielen für den FCM über 100 Tore erzielte, versuchte der andere in 181 Oberliga- und 16 Europapokalspielen den Kasten sauber zu halten. Ja, beide verbindet vor allem der größte Erfolg der Vereinsgeschichte 1974, nämlich der Gewinn des Europapokals der Pokalsieger gegen den AC Mailand in Rotterdam. Natürlich feierten sie auch mehrere FDGB-Pokalsiege oder auch DDR-Meisterschaften. Beide spielten A-Nationalmannschaft, aber Martin holte sogar den Olympiasieg 1976 in Montreal. Heute wollen wir uns aber über die aufregende Europapokalsaison mit den beiden unterhalten, 1973-74, denn es ist 50 Jahre her, als das passierte. Und da freue ich mich deshalb auf Martin Hoffmann und Ulrich Schulze. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ja, wir werden natürlich auch mit beiden einen einzelnen Podcast machen, also mit Uli und natürlich auch mit Martin. Das könnt ihr dann im Nachgang später auch noch anhören. Also es wird sehr, sehr spannend und vor allen Dingen dann auch noch private, persönliche Informationen zu unseren Gästen heute hier. Übrigens könnt ihr DVDs aus der Zeit damals von allen Vereinen erwerben. Schaut doch mal auf www.panoramadigital.de. Dort ist alles beschrieben und dann könnt ihr kaufen. Ja, bevor wir aber zu den angesprochenen Europapokalzeit kommen, beschreibt doch erstmal den Zuhörern, wie ihr eigentlich zum Fußball gekommen seid. Martin, wie war das bei dir? Ja, wie gesagt, ich bin 1961 bin ich zum Fußball gekommen in Gommern bei der Aktivist. Und was haben die damals für eine Liga gespielt? Ich glaube Bezirksliga. Der Männerbereich war in der Bezirksliga. Also das war schon recht hoch, ich glaube die dritte Liga. Ja. Genau, ja, da habe ich eigentlich begonnen Fußball zu spielen als 6-7-Jähriger, ersten Trainingseinheiten da absolviert, ja, und dann auch am Wettkampf teilgenommen. Und wie war das bei dir, Uli? Na, die Zeit war ein bisschen vor Martins Zeit. Also ich bin 1954 eingeschult worden in einem kleinen Örtchen Dallingerode im Harz, bei Wernigerode liegt das. Ah, okay. Und wir hatten auch eine gute Fußballmannschaft. Also mein Vater, mein Opa, die haben auch im Tor gestanden. Mein Onkel, glaube ich, auch. Und naja, das war halt so, dass man dann auch zusammen Fußball spielt auf dem Platz, das ist ganz normal. Es war damals so, dass wir nur von 10 bis 14 Jahren und von 14 bis 18 hatten wir nur 8 Mannschaften im Kreis Wernigerode. Und da hat man mich 2 Jahre älter gemacht. Mit 8 habe ich dann gegen Mitspieler gespielt. Da konnte ich zwischen die Beine durchlaufen. Aber das war eine gute Erfahrung. Na, auf jeden Fall. Aber du bist ja dann später ins Tor gekommen. Da kommen wir noch dazu. Und wie war eigentlich euer Weg zum 1. FC Magdeburg? Das kannst du vielleicht nochmal sagen. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin also 1960 in der Kinder- und Jugendsportschule Halberstadt gegangen. Und zwar als Leichtathlet. Und bin auch Leichtathlet, ja. Bin in welcher Sportart? Hochsprung? Weitsprung? Nein, Zehnkampf. Zehnkampf. Also später Zehnkampf. Erstmal alles Mögliche. Ne? Bisschen Ausbildung war ja auch nicht so speziell wie heute. War ein bisschen mehr allgemein. Und wie gesagt, 4 Jahre an der Kinder- und Jugendsportschule, da hat man richtig was aufgebaut, körperlich und so. Das war richtig gut. Und ich bin als Zehnkämpfer auch zum SC Leipzig delegiert worden. Und habe dort im Sommer 3 Zehnkämpfe gemacht und dort wurde natürlich auch klar festgelegt und geprüft und gemacht und getestet mit allen drum und dran. Dann hat man mir gesagt, also pass auf, wenn du so weit bist in 10 Jahren, dann geht der Olympiasieg mit 8000 Punkten weg. Also und du kommst maximal bei allen guten Willen und bei allen guten Trainingsleistungen und wie auch immer kommst du maximal auf 7500. Also such dir was anderes. Und da ich schon einen Job hatte, ich sage, okay,
Handball oder Fußball. Wir haben im Winter auch immer viel Handball gespielt. Ah. Muss ich dazu, also Kinder- und Jugendschulspiel Halberstadt gegen Magdeburg oder gegen Leipzig. Mal nicht so auf den Tisch hauen, weil die Zuhörer wundern sich, ob es vielleicht draußen regnet oder sowas. Habe ich vergessen. So, jedenfalls musste ich mich entscheiden zwischen Handball und Fußball. Und da habe ich gesagt, gut, gehe ich halt zum Fußball. Und da durfte ich dann mittrainieren. Hat man einen Termin gemacht, durfte ich mittrainieren. Da habe ich gesagt, na schnell bist du, schießen kannst du hoch, Körper hoch. Technisch bist du natürlich nicht so gut drauf. Oder wie alt bist du eigentlich? Ich sage, ich bin 16. Was willst denn du hier heute Abend 18 Uhr, meldest du dich bei Juniorentrainer Neustadt? Echt? So, ja. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr draußen gespielt und habe da ein paar Tore geschossen, muss ich sagen. Und dann passiert Folgendes, unser Torwart verletzt sich, der bricht sich einen Arm. Und wir hatten 3 Tage später das Halbfinalspiel im Pokal für Junioren gegen Chemie Leipzig. Lok gegen Chemie, das war auch immer das. SC Leipzig gegen Chemie damals noch. Ja. Lok wurde erst ein halbes Jahr, Viertel Jahr später gegründet. Und da habe ich gesagt, gut, ich habe vorher auch manchmal im Tor gestanden, mein Bruder draußen und mein Bruder und ich draußen, je nachdem. In Darlingen-Rohl habe ich immer weiter Fußball gespielt, muss ich dazu sagen, nebenbei sonntags immer. Und bin ich ins Tor, habe zwar keinen reingekriegt, habe auch keinen Ball festgehalten. So, und du stehst ins Tor und wir haben 2-1 gewonnen. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Elfer gehalten und wir sind ins Finale gekommen, haben das auch gewonnen. So kann es auch laufen. So das bin ist ich wunderbar. Ins Tor gekommen, so bist du ins Tor gekommen. Und bei dir, Martin, wie war das bei dir? Ja, wie gesagt, ich hatte bei Aktivist Gommern angefangen zu trainieren und dann auch im Wettkampf teilgenommen. Ja, und dann war irgendwann mal ein Hallenturnier und da wurde ich dann von Magdeburger Trainer angesprochen, ob ich nicht mal zum Stützpunkttraining kommen möchte. Ja, und das habe ich dann auch wahrgenommen. Da war 2-mal in der Woche Stützpunkttraining angesetzt. Und ja, und das hat sich dann so entwickelt, dass man glaubte, dass ich stark genug wäre, auch beim FCM zu spielen. Und wie das alles dazu gekommen ist, könnt ihr dann natürlich auch im persönlichen Podcast erfahren. Die einzelnen Stationen, auch da nochmal von Uli Schulze, wie das dann alles passiert. Das werden wir noch ausführlich im Einzelpodcast besprechen. Wir gehen mal in die Zeit weiter, wo es darum ging, dass ihr schon im Verein, also in Magdeburg angekommen wart, in der ersten Mannschaft gespielt habt. Und da war es eben so, dass Magdeburg Anfang der 70er Jahre einen Erfolg nach dem anderen feierte. 1972 bis 75 dreimal DDR-Meister wurde, 74 sogar Europapokalsieger und zwischen 64 und 83 insgesamt 7-mal im FDP-Pokalfinale stand und auch alle Spiele gewonnen hat. Das ist übrigens Rekord. Wusstet ihr das? Ja. Ja, klar. Ihr seid ja auch die Ikonen, ne? Ja. Ja, klasse. Und wart ja auch fast überall alle mit dabei. Wie habt ihr eigentlich diese Zeit erlebt, so generell im FCM damals? Ja, bei mir speziell ist es so, dass ich als sehr junger Spieler in eine Mannschaft kam, die ja schon gewisse Erfolge gefeiert hat. Von der Warte her war der Einstieg für mich gar nicht so problematisch. Ich bin in eine funktionierende Truppe reingewachsen und konnte mit der Mannschaft eben auch noch viele Erfolge feiern. Ja, da Pomarenke, ne? Mewis, Steinbach und also es waren ja absolute Raketen damals da. Uli, wie war das für dich? Ja, immer zu Martin nochmal zurück. Martin kam, sah und siegte, ganz klar. Da ist 93 sogar als Juniorenspieler noch mitgekommen zum Finale, kam aber da nicht zum Einsatz in Dessau, wo wir 3-2 gewonnen haben gegen Lok. Und war eine sehr schöne Zeit mit ihm, aber wie gesagt, ich bin ja in andere Zeiten reingekommen, das können wir ja auch noch mal erzählen. Natürlich, aber wie war damals die Zeit? Was hat euch von den anderen Mannschaften, und es waren ja gute, du sagst ja. Lok, keine Ahnung, Chemie, also die großen Mannschaften, die dabei, BFC, Dynamo und sowas. Ja. Dynamo Dresden, genau. Richtig, genau. Was hat euch von denen zu dieser Zeit unterschieden? Wir waren eine schwere Truppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren alle aus dem Bezirk. Darf man nicht vergessen. So, wir haben als Kinder schon gegeneinander gespielt. Stapelburg gegen Darlingen-Rode, Zapf gegen Schulze. Nein, das ist so. Und das hat uns natürlich auch zusammengeschweißt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Kameradschaft war 1A. Bloß ein Beispiel, ich bin dann 68 von Lok weg, bin nach Magdeburg. Manfred Zapf hat mich dann geholt, persönlich abgeholt, sagt, Uli, du musst zu uns kommen. Mit was? Mit dem Bus? Mit dem Robobus? Nein. Gab schon ein Auto damals. So, Trabi-Kombi? Nee, ich nicht. Ich weiß, Zappel, das war ein Fahrzeug vom Betrieb, also Volvo. Volvo, ja, gut, war nicht schlecht. Naja, jedenfalls,
wie ich da runterkam, waren wir in Blankenburg im Trainingslager und die Mannschaft hat geguckt. Und da habe ich gesagt, Mensch, Uli, Gott sei Dank bist du jetzt endlich auch da. Ich wollte ja vorher schon hin, da wollte mich Heinz Krügel nicht, da hat er aber zwei gute Torhüter gehabt. Mhm. Und in dem Jahr 68 war es halt so, dass ich hinter Molnauer zweiter Torhüter wurde und das habe ich auch dann eingenommen. Und die haben dich auch natürlich auch noch dazu mitgenommen. Also waren froh, dass du da warst. Das ist auch schön. Das ist auch schön, wenn man so ankommt, oder? Super. Super. Mit einem Altersdurchschnitt damals von 22,3 Jahren wart ihr die jüngste Mannschaft, die je DDR-Meister mal geworden ist und den Europapokal gewann. Das war Wahnsinn. Wie war das Mannschaftsgefüge damals? Ja, ich denke mal, wir hatten ein sehr gutes Gefühl mit jungen, hungrigen Spielern und erfahrenen Spielern. Ja, und die Mischung, die hat absolut gestimmt. Man muss bedenken, dass so ein Mann wie Jörg Pomarenke dreimal bei UEFA-Turnieren teilgenommen hat. Also der hat schon eine riesen Erfahrung international, dass fast alle Juniorenauswahl gespielt haben. Richtig. Und viele Juniorenauswahlspiele hatten und auch mit den Juniorenmannschaften schon Erfolge errungen haben. Also eine gewisse Qualität war da, eine gewisse Erfahrung war da und die Mischung zwischen alt und jung hat absolut gestimmt. Gab es da irgendwie auch Hierarchien? Also gab es da jemand, der den großen Mund hatte und hier ein bisschen aufgemuckt hat oder der die Ansagen gemacht hat? Oder war das so ein harmonisches Team? Ich muss eigentlich ein bisschen eher anfangen. Und zwar sind wir 69, 70, wären wir bald abgestiegen. Wir haben dann Gott sei Dank die Kurve gekriegt und haben in Chemnitz, die hatten Platzsperre in Altenburg, haben wir dann 3-0 gewonnen gegen Chemnitz und dadurch waren wir hinten raus. Mhm. Hatten wir 24 Punkte und konnten nicht mehr absteigen. Und die jungen Burschen, die damals waren, also Pomarenke, Tüll und wie sie alle heißen, Enge, Decker, ja, Raugust auch noch dazu, die waren ja schon Meister. So, und Heinz Krügel hat es wirklich verstanden, hat gesagt, so, die etwas älteren, Kubisch, Hirschmann, Stöcker, die bitte beiseite, die werden jetzt so ein bisschen abtrainieren noch. Okay. Und wir nehmen jetzt die Jungen. Übrig geblieben sind praktisch ich im Tor, den Zappel, dann Wolfgang Abraham, Jörg oben noch als Reservist so hinten drin. Ja, kam ja an Zappel nicht vorbei, aber es war trotzdem ein wesentlicher Bestandteil unserer Mannschaft, auch vom Psychologischen her. Und dann Jürgen Sparwasser und Paulus Seguin, 6 Mann. Und dann kamen die jungen Leute alle hoch, die waren, ich kann eine Geschichte erzählen, wir waren draußen in Dreibachen, Trainingslager, donnerstags bis sonnabends immer, heute unvorstellbar, denke ich mal. Und jedenfalls, die jungen Leute waren das erste Mal mit und ich war noch ein bisschen kommunikativ, wie heute auch. Und die können wir uns mal mit dir unterhalten. Ich so, ja, komm mal rein, komm Axel, Pomme und noch zwei, drei andere. Die haben gesagt, Mensch, Kinder, das ist, schaffen wir das hier? Ich sage, Mensch, ihr seid Meister geworden in der B-Jugend, Meister geworden in der A-Jugend. Ich sage, wir müssen mal Meister werden, mal DDR-Meister werden, das wäre doch mal was. Da haben die witzig gesagt, DDR-Meister sind wir schon 3-4 Mal geworden, die wollen mal Europapokal holen. Und das ist kein Quatsch. Und die beiden haben Piet und Johann waren immer, also ne, Piet war Axel, Piet Kaiser von Holland und Johann Kreuf war Pomme. Die haben nur so gespielt. Piet und Piet auf Johann, Johann auf Piet. Und die gehen wir ins Tor, wir schießen, wir machen noch ein bisschen was hier. Also wirklich, haben so ein bisschen rumgesponnen. Aber es war eben so, dass das ein Fundament hatte. Weil die waren schon zweimal, also B-Jugendmeister, A-Jugendmeister. Ja. Und die haben gesagt, Meister sind wir schon, wir wollen Europacup-Sieger werden. Also sozusagen eine goldene Generation, von der man immer spricht, die auch selber rangezogen wurde. Richtig. Und du hast es nebenbei schon vorhin erwähnt, ihr wart die einzige Mannschaft, auch das ist mittlerweile Rekord, ja, die aus einem gesamten Bezirk kam. Also da kam keiner von irgendwo anders. Ja. Hat so vielleicht auch diese, weil ihr eben den gleichen Wohnort hattet, beziehungsweise den gleichen Bezirk hattet, war das irgendwie eine andere Verbundenheit? Könnte man vielleicht daraus schließen. Ich denke mal, dass das wieder Uli das schon sagte, dass wir teilweise ja im Jugendbereich schon gegen andere gespielt haben. Mhm. Und dass wir uns auch aus dem Jugendbereich schon kannten. Also über diesen Weg doch zueinander gefunden haben. Auch vielleicht die Stärken des einen oder anderen dann auch geschätzt hat und gewusst hat, was man da einbringen kann?
Ja, das ist völlig richtig. Also es wurde vorhin nochmal gesagt, hier zur Wert den Ton angeben bei uns in der Mannschaft. Es war nicht nur einer Zappel. Zappel war die rechte Hand, also mein Vollzapp, war die rechte Hand vom Trainer. Und der hat das so versucht umzusetzen. Und wenn ihm was nicht gefallen hat, hat er das auch gesagt. Und das mit dem Trainer ausgewertet. Später hatten wir einen Mannschaftsrat und haben das auch versucht zu machen. Aber in der Regel waren wir immer damit einverstanden, was der Trainer geplant hatte, weil er hatte die Übersicht. Und er hat sich auch selber eine Statue gesetzt. Es war der beste und erfolgreichste Trainer, Heinz Krügel, über den wir jetzt gerade reden. Der gilt ja eben als erfolgreichster Magdeburger. Das Stadion hier steht auch in der Heinz-Krügel-Straße Nummer 1. Also damit zeigt auch die Wertschätzung vom 1. FC Magdeburg gegenüber dem Trainer. Er war ja bekannt vor allem dafür, dass er eben gut motiviert hat und auch so außergewöhnliche Methoden hatte. Wie habt ihr ihn erlebt? Wie hast du ihn erlebt, Uli? Ja, also eigentlich war er ein väterlicher Freund. Also ich habe ihn immer so empfunden, weil er hat mir auch klipp und klar gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Beste Beispiel, was ich ihm erzählt habe, wo mir mal angeknallt hat. Ich bin in Halle unterm Ball unter durchgelaufen, da haben wir 3-1 verloren. Und da durfte ich dann 14 Tage Welle fangen, im höchsten Punkt immer. Und er hat auch zugeguckt, da nicht irgendwie, dass du da schummeln konntest. Und nach 20 Minuten war ich total tot und habe im Stehen den Ball gefangen. Da kommt er zu mir und sagt, Uli, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen die Bälle im höchsten Punkt fangen. Ich sage, Trainer, ich kann nicht mehr. Nein, weiter geht es, hat er gesagt. Sie wollen ein guter Torhüter werden. Ich sage, Trainer, ich bin ein guter Torhüter. Nein, Sie müssen ein sehr guter Torhüter werden. Und dann machen Sie das, was ich Ihnen sage. Okay? Ach, so ist das gelaufen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Also der hat dann auch nicht gesagt, hier, wenn du kaputt warst, vor allen Dingen, ihr habt euch mit Sie angesprochen? Ja, Vornamen und Sie. Okay. War das für euch, also heute spricht man ja mal du, ne, und sagt das ja auch, war das für euch besser als heute? Oder? Ich denke mal, das zeigt zumindest einen gewissen Respekt. Richtig. Und das vermisse ich heutzutage ein bisschen, ja, wie man miteinander umgeht, dass man jemanden akzeptiert, dass man dem auch da Vertrauen schenkt, was er sagt, funktioniert oder ist richtig. Und ich glaube, das war bei ihm auf jeden Fall eine große Stärke von ihm. Also ich kann mich auch daran erinnern, so im Nachwuchs haben auch immer Sie gesagt, Trainer. Ich glaube auch, als ich in der ersten gespielt habe, okay, es war nicht so lange, weil dann auch später dann noch die Wende kam. Aber trotzdem habe ich dann, glaube ich, auch immer Sie gesagt, obwohl ich Lutz Lindemann kannte, ne, zum Beispiel, also von der Seite gesehen. Kommen wir mal zur Saison 73-74. Beste Vereinssaison aller Zeiten, Meister, obwohl am dritten Spieltag nur auf Platz 9. Wisst ihr das eigentlich noch? Ja. Warum war der Start so schlecht? Ja. Warum war der Start so schlecht? Wir haben also doch schon mit dem Pokalsieg ein bisschen was erreicht. Und ich will nicht sagen, dass wir das geschludert haben, aber ich denke auch, wir haben auch unwahrscheinlich hart trainiert. Wenn ich an die 6 Wochen immer denke, die wir Vorbereitung hatten, da werden die heute am Zahnfleisch kriechen. Aber das war eine richtige Grundausbildung und wahrscheinlich war es ein bisschen zu übertrieben. Ich kann mich an viele Kasten, Hoch- und Tiefsprünge erinnern, da haben die Knie geschlottert. Und das haben wir nicht bloß einmal gemacht, das ging 14 Tage lang. Und, also wir sind ein bisschen schwer in die Gänge gekommen, das stimmt. Ja, wir hatten auch ein Gespräch gehabt schon in Jena. Da haben wir mit Jürgen Raab und Jürgen Heun gesprochen. Und die haben das Gleiche gesagt, die hatten nämlich Hans Meyer als Trainer. Und die haben damals auch gesagt, Wahnsinn. Ja. Also Jürgen Heun musste jeden Mittwoch 100 Freistöße schießen. Jeden Mittwoch. Ja, also kein Wunder, warum der so getroffen hat. Aber die haben dann auch irgendwann mal gesagt, also Trainer, es reicht, also, es ist einfach zu viel. Ne? Das, wie du sagst, das kommt übrigens immer wieder auch Rainer Ernst. Der hat mal gesagt im Interview, wir haben so viel trainiert, als ich dann in den Westen gegangen bin, nach Kaiserslautern. Das war nichts. Ja? Und die sind Meister geworden. Ne? Das ist ja, also schon ein Wahnsinn. Aber kommen wir wieder zurück zu euch. Wie gesagt, Neunter gewesen, aber seid trotzdem Meister geworden. Europacup-Sieger und natürlich den FDGB-Pokal im Viertelfinale dann gegen BFC raus. Wisst ihr das auch noch? Ja. Sowas vergesse ich. Können ja nicht alles sehen. Aber trotzdem eine mega Saison. Wie wurdet ihr von Heinz Krügel, bevor das dann im Prinzip so erfolgreich wurde, vor dieser Saison eingestellt? Ich meine, er hat euch ja immer trainiert, also eine lange Zeit trainiert. Hat er in dieser Saison was Besonderes gemacht, was anders gemacht? Nee, aus meiner Sicht nicht. Ich meine, ich habe ja nur so viele Serien noch nicht gespielt oder kann darüber auch nicht berichten, was im Vorfeld war. Aber ich konnte da nichts Neues, nichts Besonderes entdecken. Nein,
Das gemacht, was hat uns so eingestellt, dass wir das spielen, was wir können. Punkt. Und das war nach vorne. Es gibt ja keine Diskussion, wenn ich das heute immer sehe, hinten rum, da wird mir übel. Aber es war halt so, damals, wir wussten Bescheid, mein Außenverteidiger, wenn wir eine Ecke hatten, das Beispiel gegen uns, und ich habe den Ball abgefangen, wussten, die sind schon gelaufen, links und rechts, ich hatte zwei Wahlmöglichkeiten, dann konnte die Bälle dort und dort hinspielen und wir konnten einen Konter fallen. Und das war eigentlich auch immer so, war auch eine Trainings-, eine Stilsache, die wir hatten. 1973 hat er dann FDGB-Pokalsieger geworden, deshalb halt auch im Europapokal gelandet. Und dann habt ihr in der ersten Runde den NAC Breda Rotterdam, also in Rotterdam gehabt. Was hat denn damals der Heinz Krügel zur ersten Rundenansetzung gesagt? Wisst ihr das noch? Wisst ihr das noch? Ich weiß es, ja. Okay. Wir haben trainiert in dem Stadion, durften wir trainieren. Und da hat er gesagt, guckt euch das Stadion ganz genau an. Da sind in so und so vielen Monaten ist hier das Endspiel und da kommen wir hin. Könnt ihr mir glauben, wir kommen dorthin, wir können das schaffen. Was habt ihr damals gedacht? Ja, spinnt. Schön wär's. Ich habe gedacht, schön wär's. Nein, das, ja gut, jetzt so, wo Uli das sagt, kann ich mich auch dran erinnern. Also im Prinzip ist da was entstanden, was sich am Ende dann auch bewahrheitet hat. Und ich denke mal, das kann auch nur funktionieren, wenn man auch wirklich ja, die Hoffnung hat, dass es klappen könnte. Ja, und wir haben ja im Vorfeld schon über die Zusammensetzung der Mannschaft gesprochen. Und die war eben in der Lage, sowas zu schaffen. Uli, du wolltest gerade noch was sagen? Ja, nicht stimmt. Der Trainer hat das erkannt. Er hat gesagt, diese Jungen, mehr eine Rohdiamanten, die muss ich schleifen. Hat er gesagt, dann werden die auch was. Und es war ein guter Weg. Ich sage es euch mal, falls ihr nicht mal wisst. Also gegen Breda 0-0 gespielt. Richtig. Dann 2-0 zu Hause. Dann Banik Ostrava, habt ihr auswärts 2-0 verloren. Wie war das? Katastrophales Spiel. Ja, kann ich aber noch was zu sagen? Das war aus zweierlei Hinsicht problematisch. Erst hat Banik Ostrava eine unheimlich harte Klinge angeschlagen, die haben gefoult ohne Ende. Null treten. Ja. Und dann hatten wir einen Schiedsrichter, der fast nichts geahndet hat. Also der war, man sagt immer so, der war bestochen. Echt, weißt du? Ja, nein. Also, aber also hat zumindest so gepfiffen. Genau. Heimschiri. Also, ja, war ein typischer Heimschiedsrichter. Ich kann mich noch daran erinnern, dass der Heinz Krügel mich, weiß ich nicht, 60. Minute oder so, hat er mich dann rausgenommen, weil sie mich 5 oder 6 Mal böse gefault haben. Und er wollte eigentlich verhindern, hat er mir gesagt, dass sie mich kaputt treten. So. Mhm. Wahnsinn. Ja. Wie hast du das erlebt als Torhüter? Das ist ja auch ein bisschen was anderes, ne? Ja, das ist mir klar. Wir haben wirklich nie hochgetreten. Die Tschechen sowieso immer, kann ich mich auch später daran erinnern, wenn wir da gespielt haben. Die haben jedes Freundschaftsspiel gegen uns, haben die wahrscheinlich Knack gekriegt und die haben nur getreten, wirklich mal. Und den Spiel auch. Und das Schlimme war, wir hatten nur das 2-0, konnten wir abhaken, ging noch einigermaßen. Einen Fehler haben wir auch gemacht vor dem ersten, glaube ich. War ein krasser Fehler. Aber egal. Jedenfalls haben wir uns abends zusammengesetzt und Zappel gesagt, Jungs, pass auf, wir müssen heute etwas machen. Wir gehen alle runter in den Keller, in die Bar. Martin, wenn du kein Bier trinkst, kannst du gerne Wasser trinken. Aber nicht. Du bist auch da, du bist aber auch da. Das ist super. Da haben wir bis früh um 17:30 in der Bar und haben uns eingeschworen, dass wir die, wenn wir zu Hause spielen, die ersten 20 Minuten auch nur umsensen, also richtig brutal zwischengehen. Also nicht, dass wir rot kriegen, aber dass wir richtig hart und energisch die bekämpfen werden. Und das haben wir uns in der Nacht geschworen. Das war eine schöne Schicht. Der Trainer hat dann um 2 Mannschaftsarzt runtergeschickt, Dr. Eckert. Und da, er soll sofort hochkommen. Trainer hat gesagt, er soll sofort hochkommen. Manfred sagt, Doktor, gehen Sie hoch, sagen Sie dem Trainer, wir machen eine Spielvorbereitung für uns. Fürs Rückspiel, hier kommt keiner hoch. Klasse. Also auch eine schöne Geschichte. Ja. Und dann habt ihr auch tatsächlich 3-0 gewonnen. Seid ihr auch nach so einem Spiel, die ersten 20 Minuten, habt ihr die wirklich ordentlich? Ja. Es ging nur, waren nur 2 Kämpfe. Ja. Das sind 20 Minuten. Ja, es war mächtig hart. Ja. Ihre Spielweise war sowieso so ausgerichtet, aber wir haben in dem Moment richtig Gegenhalt, dann war es ein Heimspiel, Zuschauer hinter uns. Wahnsinn. Ich glaube, der Wolfgang Abraham hatte da das 1-0 gemacht, Elfmeter. Mhm. Ja, und dann haben wir recht lange gebraucht, um das zweite Tor zu machen. Aber dann kamst du. Dann kam er. Dann kam erstmal die Verlängerung. Nee. Er hat erst 2-0 gemacht. Ja, Martin hat das 2-0 gemacht. Das 2-0 war, glaube ich, in der 84. oder 85. Minute. Kurz vor Schluss. Ja, genau.
Und dann die 3-0 in der Verlängerung. Ja. Klasse, wunderbar. Dann ging es weiter nach Zagora. Beroe Stara Zagora. 2-0 zu Hause gewonnen und dann auswärts nochmal ein 1-1. Dann Sporting Lissabon. 1-1 und 2-1. Da, liebe Zuhörer, da werden wir nachher nochmal persönlich im Gespräch mit Uli Schulze drüber sprechen, weil Lissabon 1-1, das war ein sagenhaftes Spiel und da gibt es einiges zu berichten. Also müsst ihr unbedingt reinhören. Ich kann euch nur sagen, Hammer. Dann ging es ins Finale. AC Mailand. Damals Trainer Giovanni Trapattoni mit 35 Jahren. Legenden wie Gianni Rivera, Romeo Benetti, Karl-Heinz Schnellinger und so weiter und so fort. Die haben die besten auch Torschützen gestellt. Also mit 7, also hinter Heinkes waren dann 2 Mailänder dann auch beste Torschützen international. Wie habt ihr eure Chancen vorher eingeschätzt gegen Mailand? Also chancenlos waren wir auf keinen Fall. Aber wir hatten halt den Vorteil, Außenseiter. Also die Außenseiterrolle, die haben wir schon angenommen. Aber ich hatte das im Vorfeld schon betont, dass wir eben eine super Truppe hatten, eine gute Zusammensetzung hatten und absolut chancenlos waren wir halt von vornherein auf keinen Fall. Hast du das auch so gesehen als Torhüter? Wusstest du, die sind ja stark? Nein. Sehen wir genauso. Wir hätten lieber gegen Gladbach gespielt, muss ich dazu sagen. Warum? Es ist ja viel besser, Bundesliga und unsere Liga. Wir wussten ja alles über die waren nicht über uns. Aber das hätten wir gerne gemacht, um denen mal zu zeigen, dass wir auch Fußball spielen können. Aber dann bist du AC Mailand geworden und ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren davon überzeugt, dass wir das packen können. Der Trainer hat doch klipp und klar gesagt, wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen. Und eine taktische Maßnahme war, Helmut Gauber gegen Rivera spielen zu lassen. Und da gibt es auch wieder eine Geschichte. Einmal ist Helmut mit nach vorne gegangen. Es waren noch nicht viele Zuschauer in der Riesenschüssel. Heinz Krügel ist aufgesprungen und er sagt, Helmut, wenn Sie noch einmal über die Mittellinie gehen, dann nehme ich Sie runter. Sie haben eine Aufgabe, den Rivera zu bearbeiten und nichts weiter. Das ist unwahrscheinlich, wirklich wahr. Nein, und wir haben uns aber geschworen, selbst wenn wir spielerisch dann nicht mithalten sollten können. War ja nicht der Fall. Nein, das ist ja die andere Geschichte. Wir waren auch davon überzeugt, dass wir das können. So, aber es gibt nichts, kein Risiko, null. Risiko. Hinten sowieso nicht. Zerbläser, kloppt die Dinger raus, mir scheißegal. Da vorne haben wir 3 Schnelle, die können hinterher rennen. Es gibt nichts, was wir nicht machen können und nicht machen dürfen. Nichts. Kein Risiko. Darum geht's. Kein Risiko. Null Risiko. Und dann können wir es packen. So war es auch. Und dann habt ihr natürlich gewonnen. Wie war das Gefühl? Der Sieg? Ja, das Gänsehaut. Ja. Es war nur schade, dass wenig Zuschauer da waren. Was ist denn so? Ja, 4.600 Zuschauer, ja. War das üblich damals? Oder? Nein. Nee, das hing damit zusammen. Die hatten eine Woche vorher ein Endspiel dort im Stadion. Pokalspiel, ja. Endspiel. Ich weiß nicht, warum. Eigentlich hätten viel mehr Italiener da sein müssen, was ja eigentlich normalerweise der Fall ist. Aber vielleicht haben sie damit gerechnet, dass sie das Spiel verlieren. Weiß ich nicht. Oder haben gesagt, komm, die gewinnen sowieso gegen oder die so. DDR. Ja, ja. Da brauchen wir nicht hinzufahren. So wird es wohl sein. Die haben ein paar gute Leichtathleten, aber nichts weiter. Ja, also da habt ihr dann gewonnen. Ja. Habt dann, ja, erstaunlicherweise, es hat ja dann geregnet, ne, bei der Pokalübergabe. Und dann hattet ihr nicht nur Trikots an, oder, Uli? Naja, diese Geschichte mit dem Bademäntel. Ja, es war aber frisch, es war nach 10 und so. Und da hat man einen Mantel übergekriegt von der Stadionverwaltung. Die wollten nur, dass wir nicht krank werden. Richtig. Genau, so ist es. Ja, super. Aber mit Bademantel, also es gibt es auch nicht mehr. Also ich glaube, das hat es danach nie wieder gegeben und davor auch nicht. Nee. Ja. Beim Boxen gibt es sowas. Ja, wenn man an Ostrava denkt, dann war es wahrscheinlich da schon der Fall. Aber wenn man den Spielverlauf mal so sieht, erst Eigentor durch die Italiener, na, 74 Minuten, Wolfgang Seguin schießt das 2-0. Habt ihr da gewusst, jetzt sind wir durch? Eigentlich ja. Ja. Wir waren fest davon überzeugt. Die haben auch mal ein bisschen so Harakiri gespielt und haben die Bälle alle hoch reingeschlagen im Stadion, in 16er. Und zwar klar, Zappel kopfballstark, Wolfgang Arban kopfballstark. Und wenn wirklich was kam, ich bin auch raus und habe zwischen nicht gefangen, gefaustet, weg, einfach nur raus aus dem Strafraum. Also ich glaube, so viele Möglichkeiten hatten sie in dem Spiel auch nicht.
Eine nochmal, wo Wolfgang hinten im Langpfosten rettet, dahinter stand noch einer, hätten vielleicht reingemacht. Aber das war ja unser Spiel. Wir haben ja auch in den ganzen Spielen immer, wenn ich vorne war, beziehungsweise wenn ich überflankt wurde, war hinten immer noch jemand, der hinten reingelaufen ist, hat den Ball rausgeköpft. Oder Wolfgang Rauber. Speziell waren wir da immer abgestimmt, das war gut. Also das war quasi eine eingespielte Truppe. Richtig. Und ihr wusstet, jeder wusste, was der andere macht. Genau so. Wie war dann die Party danach, die Feier? Die war recht lang. Noch in Rotterdam? Ja, ja, ja. Im Hotel, nee, in Nordwijk. Nordwijk und Ziel, im Hotel. Ja, im Hotel. Aber nicht für alle, denn ich als Jüngster sollte schon früh ins Bett gehen, laut Nationalmannschaft. Also ich, echt? Ja, wir sollten ja am nächsten Tag nach Hinnas, nach Schweden. Mhm. Zur Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Und da hat ein gewisser Herr Schneider in der Runde geguckt und hat dann mich erspäht und hat gesagt, junger Mann, Sie gehen schlafen. Sie gehen jetzt aufs Zimmer. Ja, aber dazu ist es nicht gekommen. Ich hatte dann noch einen Weg gefunden, dass ich wieder mitfeiern durfte. Wie hast du das gemacht? Über den Balkon wieder runter und das zur anderen Seite. Hinten rein. Nein, es gibt noch eine schöne Geschichte dazu. Also dieser Hotelbesitzer, der hat gesagt, wenn Sie den Pokal in mein Hotel bringen, dann die ganze Nacht werden Sie bedient. Egal, ob Sie unten in der Bar sind, ob Sie oben sitzen im Restaurant oder ganz oben. Meine Frau und ich, wir werden Sie persönlich bedienen mit allem, was Sie wollen. Dann kommt das große Bild hier rein und dann ist okay. So hat er es auch gemacht. Die haben die ganze Nacht bedient, bis früh um 6:30. Ihr musstet ja schon ein bisschen los. Nein, die weniger angenehme Geschichte ist die, dass diese 250.000 Schweizer Franken, die noch im Koffer damals gab, dass die Schneider an sich genommen hat und damit nach Schweden gefahren ist und hat die Vorbereitung von der Nationalmannschaft in Schweden bezahlt. Ne? Und vorher haben sie natürlich auch noch Zappel, mich und Axel auch noch ausgebootet. Wir waren ja mal 7 und ich habe eigentlich auf mein ganzes ausgerechnet, dass ich mit zur WM fahren kann, um das mal zu erleben. Und ich war halt hinter Jürgen Kröhe und derzeit zumindest in dem Jahr der Beste. Und Kröhe hat auch gesagt, eigentlich müsstest du mit Uli, aber Buschner stellt halt nach Erfahrung auf. Ja. Ist mir auch egal. Mit Jürgen Kröhe hatte ich immer ein gutes Verhältnis nebenbei. So, das war das Erste. Das Zweite war, die konnten jetzt nicht mit zurück und hier auf dem alten Markt feiern, wenn die Leute uns hier empfangen haben, ohne groß was zu erzählen, wann was los ist. Vor allem war der ganze Markt voll, die sind alle von der Arbeit weggelaufen und wollten uns da empfangen. Das war richtig schön. Dieses Erlebnis haben die natürlich auch nicht gehabt. Für uns war es richtig einschweißend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Leute, die standen mit, die haben geheult unten. Ich habe die 250.000 mit verpasst. Du bitte, ja. Nein, also da gab's das erste Zerwürfnis, muss ich noch erzählen, war das erste Zerwürfnis zwischen Krügel und Schneider. Du musst wissen, beide haben in Zwickau Planitz gespielt. Wer war der Schneider? Schneider war der Generalsekretär. Generalsekretär des Fußballverbandes. Mhm. So, und die beiden haben sich in der Wolle gekriegt. Und Heinz Krügel sagt ihm, mach deinen Koffer auf und gibt den Jungs ja jeden mindestens 200 Schweizer Franken, dass die auch mal für ihre Frauen was mitbringen können. Mache ich nicht, kann ich nicht, ich bin Ewald verpflichtet und fertig. So, also habt ihr keinen einzigen Cent, hätte ich jetzt fast gesagt, gekriegt. Wie gesagt, ich habe in Schweden ja davon gelebt. Aber weil du sagst Frauen, solltet ihr euren Frauen was mitbringen? Nein, das hat Heinz Krügel nur so gesagt. Immer. Da hat gesagt, was macht ihr mit euren paar Pimperlingen, die ihr kriegt? Ja, dann wird unsere Frau was mitbringen. Ja, ist richtig, sagt er. Die dürfen schon nicht mit und gar nichts. Aber noch schlimmer war eigentlich, dass Klaus Decker nicht mit konnte. Ganz ehrlich gesagt. Der hat alle Spiele gemacht und zum Finale. Wir sind mit 15 Mann dahin gefahren. Also das ist auch einmalig in der Welt, wirklich. Warum durfte er nicht mit? Er durfte im Finale nicht spielen. Und deswegen haben sie es rausgelassen. Aber er hätte mitfahren können, wenigstens für die Mannschaft. Ja, natürlich, ne? Ist doch gar keine Frage. Also wir haben es auch nicht verstanden. Aber das sind eben alles Entscheidungen, wo du sagst, dann akzeptieren wir nicht. Du hast schon gesagt, der Empfang in Magdeburg, du hast gesagt, die haben geheult, geweint. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, stand unten stand also links ein älterer Mann und der hat den Ruf, Uli, ich sage, ja, ist alles gut, guck mal, den haben wir für dich geholt, der hat geheult wie ein Weltmeister. Wirklich, war schön, war eine schöne Erinnerung.
Also alle auf dem Platz und du warst nicht dabei. Ich habe trainiert. Ja. Hast du ein bisschen dran gedacht an deine Kollegen oder warst du im Tunnel, was die Mannschaft betrifft? Also ich sag mal, die Zeit da, es war ja noch Vorbereitung. Das ist ja alles noch nicht, da war ja noch nichts hektisch oder irgendwie so fixiert. War normales Training. Aber da haben wir schon ab und zu mal an unsere Kollegen gedacht, was die jetzt veranstalten in Magdeburg und Umgebung. Ihr habt gefeiert in Holland. Wie habt ihr dann gefeiert in Magdeburg? Wahrscheinlich nochmal, oder? Ja, na klar, wir waren eingeladen und ich weiß gar nicht mehr wo, aber ist egal, mit unseren Frauen haben da ein bisschen was gegessen und ein bisschen was getrunken und dann ging es natürlich los in der Stadt, also das war unwahrscheinlich. dass die Leute auf die Beine gestellt haben, nur um uns irgendwie erkenntlich zu zeigen. Wart ihr da richtig nah dran oder wurdet ihr da, also heutzutage ist es ja oft so, dass die Mannschaften da abgesperrt werden und Nein. dass keiner so nah ran darf und sowas. Wie war das bei euch? Durften die euch um den Hals fallen, euch küssen oder sonst irgendwas machen? In der Regel ja, war kein Problem. Küssen wir aber nicht, aber aber zumindest auf den Schultern tragen haben sie uns oder gedrückt oder egal, wo du hinkamst, es war immer was los. Wir also haben viele Vorteile gehabt dadurch. Es war wenig Geld, aber alle anderen Sachen sind mal dran gekommen, das muss man auch mal sagen. Also durch eure Berühmtheit oder Bekanntheit habt ihr dann auch schon den einen oder anderen Vorteil. Das stimmt. Wenn es darum ging, vielleicht irgendwie ein Auto zu kriegen? Nee. Ja, doch, doch. Cool, du kannst erzählen. Das war schon möglich. Also zumindest, glaube ich, alle 3 Jahre hast du die Gelegenheit gehabt, dir ein Auto zu bestellen. Warst dann eben alle 3 Jahre dran. Aber du durftest das Auto nicht frei verkaufen, weil ja früher waren ja die Gebrauchten teurer als die Neuen. Ich kenne das, mein Vater hat auf dem Schwarzmarkt in Leipzig einen Lada geholt, 5 Jahre alt und hat das doppelt oder das Dreifache bezahlt. Ja. Ne? Wahnsinn. Naja, wir unsere Autos mussten entweder an, nannte sich Vermittlungskontor, ja, da wurde dann der Schätzpreis ausgezahlt, oder innerhalb der Familie. Also mein Wagen, den ich nicht mehr wollte, den hat immer mein Vater genommen. Okay. Ja. Also offiziell? Nee. Auch so? Also, ja. Ja. Okay. Und wie war es bei dir? Ich hatte mal einen Skoda. Es gibt auch eine schöne Geschichte zu. Wir spielen in 73, ja, 73. Spielen wir die erste Runde in Schwerin. Und wir stehen da im Bus vorgefahren. Und auf einmal kommen die ganzen Schweriner. 6, 7, 8, alle mit Skoda. Alle mit neuen Skoda, S100. Ja. Da sage ich zu Herbert Groth, unserem Clubvorsitzenden. Ich sage, Herbert, guck mal, ich sag, die spielen zweite Liga. Ich sage, und wir sind deutscher Meister. Ich habe immer noch kein Auto. Nee, beruhig dich, Christo Uli. Willst du so einen haben? Ich sage, genau. Ich muss doch erst mal Fahrerlaubnis machen. Habe dann auch einen bekommen, ein Jahr später. Also dieser Europapokalsieg, hat der noch was Besonderes bei euch bewirkt, so generell? Auch so im Nachgang für heute? Ja, doch, muss man sagen. Also ganz ehrlich gesagt, ist wenn du nach fast 45 Jahren, wie es mir passiert ist, dass mitten auf der Straße sich einer anhält und sagt, Uli, bist du's? Ich sage, ja, ich bin's. Darf ich in der Legende mal die Hand schütteln? Ach. Ich werde euren Europapokal nie vergessen. Und das ist natürlich schön, wenn du sowas hörst. Nee, das auf jeden Fall. Also ich denke mal, dass man merkt es ja hier dran. Dass wir jetzt hier sitzen und darüber reden, ist ja schon mal eine Tatsache, dass es irgendwo eine Wirkung gezeigt hat. Und ich bin persönlich der Meinung, den ersten FC Magdeburg, da hat der Europapokalsieg einen wesentlichen Anteil daran, dass der heute so das ist, was er ist. Richtig. Ja, ein anderer Verein ohne die Geschichte, keine Chance. Wieso ist das wohl? Ihr seid ja DDR-Meister geworden. Ja. Ihr seid, wir haben es gehört, 7-mal im FDP-Pokal habt ihr geholt. Habt den einen oder anderen Rekord aufgestellt. Wieso ist das so wichtig, dass man auch so einen internationalen Pokal holt? Wir haben mit diesem Sieg haben wir den Grundstein gelegt, wirklich den Grundstein gelegt, weil alle aus diesem Bezirk, ja, sind alle gekommen. Bei meinem Dorf sind manchmal 2 Busse gefahren hierher. Warum aus der Wiesche, aus der Altenmark, überall her. Das sind unsere Jungs. Die haben gesagt, das sind unsere Jungs. Die kommen von hier, das sind unsere Jungs. So. Und diesen Grundstein haben wir gelegt damals. Die haben es wieder ihren Kindern vermittelt, die wieder ihren Kindern. Und eine schöne Geschichte ist jetzt im letzten Jahr, 23,
23 passiert, dass der MDR uns eingeladen hat und wir sind mit dem Fanclub und mit dem Club nach Rotterdam gefahren. Und so haben die ganzen Geschichten nochmal abgeklappert. Wir waren in Nordwijk und Zie und da haben so Interviews gemacht, dies und das, und wir waren mit der Truppe zusammen. Und da passiert Folgendes: Am Abend macht der Alk Geiler, sagt er, guck mal, jetzt habe ich die Bilder, zum Beispiel vom Halbfinale, das habe ich noch nie gesehen. Und die Jungs ja auch nicht, das waren alles um die 30 rum. Ja. 38 junge Leute, alle so um die 30 rum. Und haben das ja alles gesehen und hinterher haben wir gesagt, setzen wir uns noch ein bisschen zusammen. Ja, da war es 11:30. Aus 11:30 wurde dann früher 16:30. Ach Gott. Weil wir uns zusammengesessen haben, die haben einen Kassenbier und einen anderen geholt, aus ihren vier Bussen mit denen gefahren sind, kleinen Bussen. Und dann haben sie sich mit uns unterhalten. Und genau das ist ja auch das, was wir damit bezwecken wollten, der Club damit bezwecken wollte, dass das weitergegeben wird. Dass die wieder ihren Kindern sagen, Mann, die sind im Europacup-Sieger geworden und wir waren mit ein paar Alten dort in Rotterdam und durften das mal alles miterleben, was da passiert ist. Und dann waren wir noch, wie unser Journal hier immer sagt, am unwichtigsten Cup der Welt, diesen Nations Cup. Ja. Und da sind 40.000 aus Jugoslawien beziehungsweise aus, Kroatien. Kroatien, aus, ja. Kroatien da, ja, ja, und machen einen Lärm ohne Ende. Leider haben sie verloren, aber trotzdem, es war ein Erlebnis. Das war diese UI-Cup, ne? Ja. Mhm. Nee, nicht UI, was ich, Nationalmannschaft-Cup. Ja, ja, irgendwie so ganz komisch, ja. Ja. Nations Cup heißt ja. Nations, ja. Ja. Das ist nicht unwichtig, sieht man ja, dass 40.000 dahin fahren. Ja. Kommt aber darauf an, von welcher Seite du das betrachtest, ne? Ja, deswegen, das ist, ja, ist schon Wahnsinn. Also habt ihr quasi eine wunderbare Zeit gehabt. Für dich kommt auch noch ein privaten Podcast oder sowas, aber für dich war dann auch diese Nationalmannschaftszeit vorbei, ne? Jo, das, ja, war für mich. Obwohl du Pokalsieger warst. Ne? Er hat mich hinterher nochmal eingeladen und ich wollte ja gar nicht hinfahren, ganz ehrlich gesagt. Mein Ziel war 74, dass der Mitfahrer. Jürgen Kreu war immer besser, gibt es gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt in 2-3 Jahren da, habe ich richtig gut gehalten und war schon. War sogar in der FUVO-Punktwertung vor Kreu im Dezember. In der ersten Auswertung. Nachher haben sie mich dann ein bisschen, obwohl wir in Dresden gewonnen haben, in Jena gewonnen, ja, stimmt, haben sie wieder zurückgestuft. Alles Macher, nur Macher, wirklich wahr. Martin, wie hast du das erlebt? Du wusstest ja auch, dass Uli ein super Torhüter ist und trotzdem. Ja, da gab es ja noch mehrere Härtefälle. Ja. Die nicht nur zur WM, es gab ja auch zur Olympiade Härtefälle. Da war ich der Einzige, der vom FCM mitgefahren ist. Total verwunderlich, obwohl. Ja, wir sind 75 Meister geworden. Mhm. Und warum sind dann die anderen nicht mitgefahren? Wir nehmen ganz stark an, weil man Heinz Krügel absägen wollte. Er hat seine Zielstellung, 3 oder 4 Nationalspieler zu stellen, nicht erreicht. Mhm. Und deshalb muss er gehen. Ja, war ein Dorn im Auge. Hat zum Beispiel unseren Hohberg mal gesagt, den Vorsitzenden vom SCET, gesagt, wenn du deine Arbeit so gut machst wie wir, dann hast du Weltniveau. Okay, und das war natürlich, es war die Wahrheit, aber ja, manchmal kommt es halt auch nicht entsprechend richtig an. Wenn ihr jetzt rückblickend auf diese erfolgreiche Zeit, gerade Anfang der 70er, aber generell eben auch mit dem Europapokalsieg, der jetzt nur 50 Jahre her ist, zurückschaut, was hat das für euch in eurem Leben bewirkt? Vielleicht Uli als erstes? Ja, so, ich habe ja dann 76 aufhören müssen. Also ich wollte mich nicht auf die Bank setzen. Ich sollte mich ein Jahr auf die Bank setzen und euch so, nee, mache ich nicht. Ich bin am richtigen Konkurrenzkampf. Ich habe alles fertig. Ich habe mein Diplom in der Tasche, mein Diplom-Sportlehrer. Also meine Zukunft ist gesichert, auch ohne Fußball. Und da haben sie gesagt, nee, wir wollen dich nicht mehr, du kannst dich noch ein Jahr hinsetzen, falls irgendwas ist, passiert. Ich sage, Konkurrenzkampf gibt es nicht? Nee, gibt es nicht. Ich sage, na gut, dann kann ich auch gehen. Du gehst nirgendwo hin. Du hast gesperrt, ein Jahr, mindestens. Ich sage, na gut, wenn es so ist, dann gehe ich ins Arbeiten. Dann bin ich nach Blankenburg, habe da noch 5-6 Jahre gespielt, jeden Tag trainiert, war auch gut zum Abtrainieren. Wir waren auch immer vorne mit dran, ist auch keine Frage. Aber wie gesagt, das Fußballspielen haben sie einen versaut. Ich wäre gerne noch nach Dresden oder irgendwo anders hingegangen. Da kommen wir nochmal in deinem privaten Podcast dazu. Sehr, sehr spannende Geschichten. Und Martin, wie für dich, wie prägend war für dich der Europacup-Sieg? Allgemein nicht nur der Europapokal, also auch der Fußball allgemein. Ja. Hat ja eine besondere Wirkung beziehungsweise eine besondere Ausstrahlung
für die Menschheit. So, es ist ja richtig. Weltweit Fußball. Ja, ist die Sportart ist nach die wie Sportart, vor. Ja. Ja. Und ich sag mal, wer in dem Bereich denn auch bestimmte Leistungen vollbringt, der ist dann auch anerkannt, der ist auch bekannt. Ja. Und ja, das macht ihn auch schon stolz, dass man überall angesprochen wird, Mensch, das war doch da, da war er doch da, stark, Jungs. Und naja, eben solche Äußerungen, die heilen nach. Also das, da freut man sich heute noch drüber. Ja. Das ergibt sich aber von ganz alleine. Man muss sich da nicht hinstellen und sagen, hier, ich bin der Uli oder ich bin der Martin. Das ergibt sich von ganz alleine. Wenn zum Beispiel, ich war schon 2 Jahre in Ingolstadt, habe da Trainer gemacht bei den Kindern, Kinder- und Jugendsport. Und die waren, wir haben die größte Fußballschule Deutschlands, haben die, sage ich mal ganz ehrlich, und das ist top. Und dann irgendwann hat dann einer mal gesagt, du, mein Opa kennt dich. Ich sage, wieso will der Opa dich kennen? Du warst in Magdeburg-Truhe, da hat er gesagt. Ich sage, ja, das stimmt. Oh nein, das gibt es doch gar nicht. Warum sagt uns das keiner? Ich sage, ne, ich werde es nicht sagen, ich muss das schon selber rausfinden. Nee, war gut. So sind die Geschichten halt. Es heilt immer nach. Also Bescheidenheit liegt bei euch auch da im Sinne. Also das ist typisch. Also ich finde es ganz toll. Ich finde diese Einstellung super. Es gibt ja viele, die mal ein bisschen was gemacht haben, die aber dann ganz groß tönen, was sie dann so alles erreicht haben. Und ihr habt ganz, ganz viel erreicht. Und ich glaube, das ist so der wunderbare Abschluss zwischen uns dreien heute im Gespräch. Und das war, liebe Zuhörer, für euch Fußballpanorama, Panorama Digital. Wieder mal eine fesselnde Reise durch die Fußballgeschichte. Diesmal mit Martin Hoffmann und Ulrich Schulze. Die ist nun zu Ende und durch eine Zeit, in der der 1. FC Magdeburg seine wohl erfolgreichste Zeit hatte, bisher. Es ist ja ein ganz tolles Stadion, hier wird ganz viel gemacht, vielleicht geht es ja wieder weiter. Dankeschön an euch beide, vor allem auch an die Geschichten, die aufregenden Geschichten von 74 und das Drumherum. Wir werden uns ja in einem Einzelpodcast noch unterhalten. Ich bin ganz gespannt, was es da noch zu hören gibt und ja, vergesst bitte nicht, liebe Zuhörer, diese euren Freunden unseren Podcast zu empfehlen. Teilt es gerne weiter, dass es uns gibt und bleibt natürlich dran für weitere aufregende Geschichten, Analysen und auch Gespräche rund um den DDR-Fußball hier im digitalen Fußballpanorama. Ich bedanke mich bei euch beiden. Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, Uli. Danke sehr. Und nochmal eine kurze Erinnerung, es gibt nach wie vor DVDs aller Vereine aus dieser Zeit zu kaufen. Schaut einfach mal auf www.panoramadigital.de drauf und dort könnt ihr für euren Lieblingsverein oder vielleicht auch von allen anderen Vereinen euch eine DVD kaufen. Bis zur nächsten Folge, bleibt gespannt und vor allen Dingen mal Ball, euer Norman Landgraf. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr beiden auch. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.